In diesem Video beschäftigen wir uns mit der gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Der Begriff der Beschleunigung ist uns aus dem Alltag sehr bekannt. Dauernd erfahren wir sie. Sei es beim Fahren mit dem Auto, Fahrrad oder Zug. Aber auch bei einfachsten Sachen wie dem Bewegen und Fallen von Gegenständen. In der Physik wiederum ist die Beschleunigung als eine vektorielle Größe zu verstehen. Das heißt, sie besitzt eine Richtung und eine Länge bzw. einen Wert. In der vorliegenden Simulation betrachten wir die Situation einer konstanten, positiven Beschleunigung. Hierbei wird das Auto mit dem Starten der Simulation in Bewegung versetzt. Es gilt somit zu Anfang, dass das Auto am Ort S gleich 0 ist, die Geschwindigkeit V gleich 0 und die Beschleunigung A gleich 0 hat. Die Beschleunigung hat eine feste Richtung und einen konstanten Wert und ist nach rechts gerichtet. Dies wird man gleich daran erkennen, dass das Auto nach rechts fährt und auch in diese Richtung beschleunigt wird. Wir starten nun die Simulation. Wie zu erkennen ist, gibt es unterschiedliche Farben des Autos, wobei mit jeder Farbe eine andere konstante Beschleunigung vom Auto ausgeübt wird. Der Wert der Beschleunigung und somit auch die Farbe des Autos ändern sich nach einer gewissen, beliebigen Zeit. Für uns sind vor allem die Funktionsgraphen von Bedeutung. Links oben sind insgesamt 4 Abschnitte unterteilt worden. Einmal für den Funktionsgraphen des Ortes, gekennzeichnet durch S. Einmal für den Funktionsgraphen der Geschwindigkeit, gekennzeichnet durch V. Einmal für den Funktionsgraphen der Beschleunigung, gekennzeichnet durch A. Und zuletzt ein Gesamtüberblick, gekennzeichnet durch S, V, A. Betrachten wir als erstes den Funktionsgraphen für die Beschleunigung. Die Beschleunigung ist konstant positiv. Dies bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt t die gleiche Beschleunigung a größer 0 auftritt und auch zugeordnet wird. Am Funktionsgraphen ist das relativ einfach daran zu erkennen, dass der Funktionsgraph parallel zur t-Achse verläuft. Je größer hierbei die Beschleunigung ist, desto höher liegt auch die Linie. Die Funktionsgleichung ist hierbei a von t gleich a0, wobei a0 eine positive Zahl ist. Betrachten wir nun als zweites den Funktionsgraphen für die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit lässt sich durch das Integrieren der Beschleunigung bestimmen. Da die Beschleunigung konstant ist, ergibt sich eine proportionale Zuordnung für die Geschwindigkeit. Dies zeigt sich am Funktionsgraphen durch die für proportionale Zuordnung typische Gerade, welche darauf hinweist, dass die Geschwindigkeit zu jeder Zeit t gleich stark zunimmt. Je größer hierbei die Beschleunigung ist, desto steiler verläuft auch die Gerade. Die Funktionsgleichung ist hierbei v von t gleich a0 mal t. Betrachten wir nun zuletzt den Funktionsgraphen für den Ort. Der Ort lässt sich durch das Integrieren der Geschwindigkeit bestimmen. Da die Beschleunigung konstant, die Geschwindigkeit folglich linear verläuft, erhält man eine quadratische Zuordnung für den Ort. Dies bedeutet einen mit der vergehenden Zeit t immer stärkeren Anstieg des Funktionsgraphen. Je größer hierbei die Beschleunigung ist, desto näher ist die Parabel an der S-Achse, da die Funktion in kürzerer Zeit einen größeren Zuwachs hat. Die Funktionsgleichung ist hierbei S von t gleich a0 mal t Quadrat. Hier sieht man nochmals alle Funktionsgraphen nebeneinander aufgetragen. Die Geschwindigkeit und der Ort beginnen am Ursprung, weil die Rahmenbedingungen der Simulation dies so vorsieht. Das Auto bewegt sich sozusagen von 0 an mit einer konstanten Beschleunigung und hatte demnach am Startpunkt weder eine Strecke zurückgelegt, noch eine Geschwindigkeit aufgebaut.